Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Objektbau für den LS22. Ja, Freunde, der LS22 steht ja jetzt nur unmittelbar vor der Tür. Das heißt, der klopft ja eigentlich schon an. In 4 Wochen ist es endlich soweit. Da kommt der LS22. Und eigentlich wollte ich bis zum Erscheinen des LS22 mit dem Objektbau hier fertig sein. Das wird natürlich jetzt nicht mehr ganz so funktionieren. Aber trotzdem möchte ich die ganze Sache jetzt hier noch ein Stück vorantreiben. So, ihr seht hier oben im Szenegrafen, dass sich wieder ein bisschen was geändert hat. In einem der letzten Videos habe ich ja gesagt, dass wir so viel wie möglich Cubes machen müssen. Sonst gibt es Probleme mit dem Texturieren. Ich hatte schon mal probiert, bei der älteren Version, die ich vorher schon mal modelliert hatte, mit dem Texturieren aus dem Originalgame, das soweit funktioniert. Aber alles, was unter zum Beispiel jetzt hier Standbalken, die jetzt hier markiert sind, zack, gehen wir mal in den Objektmodus. Alles, was jetzt hier gelb markiert ist, wird natürlich mit ein und derselben Textur belegt. Ne? So, dann hatte ich ja den Fehler gemacht, hatte hier die Bodenplatte mit den Wänden zusammen, also diese Bodenplatte hier und diese Wände hier zusammen, hatte ich in ein und dieselben Cube drinne. Sagen wir es so. So, und demzufolge hat dann alles ein und dieselbe Textur. Ich möchte das aber nicht. Ich möchte die Bodenplatte in Beton haben und die Wände in mit einer Putzstruktur überlegen. Ja. Und das wären zwei unterschiedliche Texturen. Das hätte er nicht gemacht. So, demzufolge blieb mir natürlich dann wieder nichts anderes übrig, als wie nochmal anzufangen. Und deswegen sieht es hier auch ein bisschen nackig aus. Ja. Aber ich bin jetzt schon wieder so weit, dass der Stall fast fertig ist. Und zwar fehlen mir jetzt hier noch die Standbalken unter die Trägerbalken. Die Trägerbalken haben jetzt natürlich auch ein reelles Maß, sprich eine Breite von 25 und eine Höhe jetzt von hier aus gesehen von 35. Da hatte ich mich mal ein bisschen schlau gemacht beim Dachdecker und der hatte mir dann gesagt, dass halt die Stärke von den Trägerbalken mehr ist als die Balke. Als ja. So. Und daraufhin habe ich dann halt auch ein bisschen was verändert. Und ihr seht es auch hier. Hier haben wir in dem Stall haben wir jetzt schon so eine kleinen Fensterchen drin, so eine kleinen Luken drin, um einfach hier nachher ein bisschen Tageslicht reinzukriegen. Ja, ihr seht es. Hier an der Seite sind jetzt schon Fensterchen drin. Dort ist ein Fensterchen drin. Und auch hier sind Fensterchen drin, so wie hier. Ja, aber okay, darum soll es heute nicht gehen. Ihr wisst, die Zeit ist wieder relativ schnell vorbei. Und ja. So. Die Balken sind jetzt alle soweit fertig. Außer hier auf der Seite. Hier fehlen mir die Standbalken noch. Das heißt, darum werden wir uns heute kümmern. Um diese Balken. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir diese Balken hier rüber kriegen. Und das machen wir wie folgt. Ah, der Drehradius ist einfach zu groß. Aber ist nicht schlimm. So, wir haben ja jetzt hier die Balken. Na, und dazu gehen wir jetzt einfach in den Bearbeitungsmodus, klicken diesen hier an, Taste L und holen uns den genau rüber auf die andere Seite. Das heißt, wir duplizieren uns den erstmal, Shift D, Enter und dann die Achse GX-25.55. So, und damit sollte denn dieser Balken optimal dort sitzen. Naja.
So. Und der hat auch zufällig gleich noch dieselbe Höhe. Sehr, 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 sehr schön. Prima, freut mich. Und genau so ziehen wir uns jetzt die anderen Balken darüber. Ah, ich würde auch ein bisschen Musik anmachen, aber ich habe momentan hier keine Sammlung auf dem Rechner über GEMA-freie Musik. Und demzufolge lassen wir halt die Musik aus. So, also machen wir weiter. Den Balken können wir abwählen. Dann nehmen wir uns den hier. L, Shift, D. Enter. GX minus 25,55. Enter. Und jetzt sitzt der Balken auch optimal hier drunter unter dem Balken. Ja, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir auch immer ständig hier die Gruppen wechseln. Ich sage jetzt einfach mal Gruppen oder wie auch immer man das nennt, die Cubes wechseln, damit wir dann nachher nicht wieder Probleme kriegen beim Texturieren. Ja, oder dann zwangsläufig irgendwann wieder anfangen müssen. Das wäre ja dann auch nicht so schön. So, Alt-A zum Abwählen. L, Shift, D, Enter, GX minus 25,55. Zack. Und schon sitzt der auch wieder optimal, so dass wir dann nachher hier bloß noch diese Unterbalken machen müssen. Aber das machen wir später. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann brauchen wir den hier. L, Shift D. Das ist jetzt natürlich immer das Gleiche. Zack. Na. Bearbeitung rückgängig. GX minus 5. Zack. So, jetzt sitzt er da. So wie es sich gehört. So, 2, 4, 5. Alt-A, um alles abzuwählen. L, Shift D, Enter, GX minus 25,55. Enter. Und auch der sitzt optimal da. 4, 6. Drehen wir mal das Ganze. Und rein in die gute Stube. So. Alt-A. L. Shift D. Enter. GX minus 25. 55. Passt. So, und damit hätten wir dann die Balken auch. Warum sind jetzt eigentlich die Balken unterteilt zu den Balken hier? Erstens, das hier ist ein Trägerbalken, der trägt die Dachtraversen. Und zweitens kriegen die eine andere Struktur wie die Standbalken. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich hier die Trägerbalken mit der gleichen Textur belege wie die Standbalken. Die Standbalken haben eine senkrechte Textur und die Trägerbalken haben eine waagerechte Textur. Das heißt, das würde dann nachher beim Texturieren wieder arge Probleme geben. Und um das zu umgehen, habe ich jetzt diesmal gleich gesagt, okay, ich lasse das sein und unterteile das lieber. Ja, weil ich habe hier keine Lust, nochmal anzufangen. Das ist erst einmal sehr, sehr zeitraubend, die ganze Geschichte hier. Ja, ihr seht selber, wir sind jetzt schon wieder bei knapp 10 Minuten, haben noch nicht viel geschafft. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir den Balken jetzt hier
einzeln haben. Nee, den haben wir nicht einzeln. Das ist natürlich doof. Ach ja, so, also. So, Shift D und GX minus 25.5. So, warum lasse ich den jetzt hier stehen? Ja, ganz einfach, weil erstens müssen wir jetzt hier noch die Höhe machen. Der guckt jetzt nämlich hier durch. Gucken, ob ich euch das zeigen kann. Na gut, durchgucken tut er nicht, aber die Höhe stimmt nicht. So, das können wir ganz einfach überprüfen, indem wir jetzt einfach mal sagen, GZ.5 und damit sehen wir das. Okay, machen wir rückgängig. 2. Lassen wir das mal so. So, ihr seht hier, der Balken ist einfach viel zu hoch. Ne? GZ.05. Ihr seht's. So. SZ.5. Machen wir den mal um die Hälfte kleiner. 7. GZ minus Punkt 2. 1. Machen wir die ganze Sache hier mal rückgängig. So, weil wir brauchen jetzt ein vernünftiges Maß. Wir haben hier 0,25. Warte mal, wir ziehen das mal noch ein Stück hoch. GZ. Punkt 0,5. Jetzt steht er. So, das heißt, wir brauchen jetzt SZ.2. Ich reduziere das jetzt mal auf 0,2. Macht sich beim Höhenmodellieren besser. Ich habe da so eine leise Vorahnung, welche Höhe wir brauchen. So, also SZ.4. GZ minus Punkt 2. 1, 8, 9, 2, 1, 9, 5, 6, 8, 9. So. So, jetzt brauche ich mal den Rechner. Der erscheint hier bei mir auf dem zweiten Monitor.
So, skalieren wir den mal wieder runter. Beziehungsweise wir können auch die ganze Sache hier rückgängig machen, dass wir wieder auf den Meter kommen. So, also SZ.7. Jetzt haben wir 0,7 Höhe. EZ minus Punkt 2, 1, 9, 8, 5. Das lassen wir mal. Rückgängig. So, jetzt brauche ich mal eine andere Ansicht. Wir haben eine Höhe von 0,7. Manchmal ist es doch besser, wenn man sich zwischendurch noch ein bisschen was notiert. So. Und dann müsste der jetzt noch ein Stückchen hier ran. Das heißt GX.05. Natürlich das Minus wieder vergessen. Minus Punkt 05. Und damit steht er optimal. Da steht er dran. Und da stimmt es auch. Wunderbar. Genau so muss es sein. Und genauso machen wir das jetzt mit den anderen Balken. X minus 25,55. So, jetzt habe ich ihn gleich hingestellt, weil die Höhe haben wir ja jetzt. Die brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. So, SZ.7. GZ.15, zack. Und das Ganze wird dann natürlich noch um 15 cm hochgeschoben. Und somit haben wir den Balken auch fertig. Ja, warum so viel Aufwand? Natürlich haben die damals diese Stelle sehr, sehr akkurat gebaut. Sprich, diese Balken hier, ja, die übernehmen ja die Last hier von den Dachbalken. Das heißt, das muss dann natürlich akkurat gebaut werden. Und dann haben die auch diese Querbalken hier immer fast im gleichen Abstand, sodass es doch einigermaßen gleichmäßig aussieht. Ich möchte euch das gerne mal zeigen, hier drüben an der Wand. Ja, so soll das auch nachher aussehen. Und damit das aber noch nachher alles stimmt, muss das ja doch sehr akkurat gemacht werden. Das raubt einen Haufen Zeit, um damit das dann nachher im Spiel wirklich sauber und ordentlich aussieht. Ich meine, ich möchte euch da nicht hinzimmern, was aussieht wie, ich nenne es jetzt einfach mal so, Kalasch. Ja, das bringt mir nichts, das bringt euch nichts, weil wenn dieses Gebäude nachher in der Map verbaut ist, möchte ich, dass das auch gut aussieht. So, ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, warum
dupliziert er jetzt nicht einfach den Balken und setzt den rüber. Wäre doch einfacher. Ja, natürlich wäre das einfacher. Auf jeden Fall. Aber ich muss euch leider sagen, dass ich diesen Abstand dieser Balken hier nicht mehr weiß. Den habe ich mir leider nicht notiert. Deswegen kleiner Tipp an euch, notiert euch ab und zu mal ein bisschen was. Ja, ein paar Daten, ein paar Maße. Ja, ich habe es nicht gemacht, daher weiß ich diesen Abstand nicht. Und bevor ich jetzt hier eine halbe Stunde rumfummel, nur damit in so ein kleiner Balken hier steht, mache ich das so, dass ich mir das von der gegenüberliegenden Seite rüberhole und dementsprechend dann skaliere, bis es passt. Ja. So. Ja. Nachher haben wir ja noch denn diese Trägerbalken und diesen Querbalken hier haben wir noch, der denn hier genau hier liegt. Ja. Und dann kommen hier noch die Standbalken hin. Also das ist hier noch ein Haufen Arbeit. Aber liebe Leute, wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten. Ich möchte das Video auch nicht unnötig in der Länge ziehen. Und deswegen würde ich das erstmal für heute wieder belassen wollen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten und ja, alles Mögliche. Und auch nochmal an alle neuen Abonnenten sind ja dann doch wieder ein paar dazu gekommen. Ein herzliches Danke für euer Vertrauen. Aber wie gesagt, für heute ist Schluss. Ich mache natürlich noch weiter, ich möchte ja fertig werden, ne? Und bis zum nächsten Video sage ich bye bye. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Ciao, ciao.